500 Abonnenten. Was ist das denn für eine riesige Zahl? Wenn ich so zurück überlege, dann hat alles so klein angefangen. So ohne irgendwelche Vorahnungen. Wahnsinn. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Fünfzig, 100, 200, 300, 400 und jetzt 500 Abonnenten. Alter, krass. Und dann ist es nicht das Einzige, was mir alles bekommen ist. Dann habe ich auch noch so viele neue Freunde dazu kennengelernt und so viel erlebt. Echt krass. Yo, Daniel, was bist du? Ich? Ja. Bin ein Berliner! Woo! Scorer! Ah! So, Leute, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was Pyrus Saft in seiner Freizeit macht. Mega Mösa, beim Feier-Event. Wohnt eigentlich hier? Was? Hier wohnt Hyper? Mann! Komm mal so zurückgeschlendert. Gut. Guten Tag, ich grüße Sie. Hallo, mein Sohn. Es ist so ein überwältigendes Gefühl, dass man mit Feuerwerk so viele Menschen anziehen kann und begeistern kann. Und außerdem so ein schönes Gefühl zu wissen, so viele neue Menschen kennengelernt haben, die mein Leben komplett auf den Kopf stellen und es viel besser machen, als es vorher war. Just be such delicate.
Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Hyperframes. Auf Hyperframes? Nee, wir sind ja gar nicht auf Hyperframes. Wir sind ja auf dem Kanal von meinem Sohn Dennis Pyro. Und warum ich hier bin? Ja, ganz einfach. Dennis hat es geschafft, in kürzester Zeit über 500 Abonnenten zu sammeln. Dafür möchte ich einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch, mein Sohn. Das hast du echt super hingekriegt und du kannst verdammt stolz sein auf deine Leistung bis hierher. Aber jetzt heißt es nicht locker lassen, sondern auf zur nächsten Jagd, die 1000 Abonnenten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, ich bin der Dennis Pyro, wie man vielleicht unschwer erkennen kann hier. Die Umgebung ist natürlich wie gewöhnlich scheiße. Soos. Und nein. Das ist so, guck mal, anstatt du so ein Piep nimmst, nimmst du so Soos. Das lasse ich jetzt. Nein, also herzlichen Glückwunsch. Eigentlich kann ich zu dir sagen, herzlichen Glückwunsch zu 500 Abonnenten. Hast du auf jeden Fall nicht verdient. ja, nein, ich bin gerade bei Dennis, wie man ja schon erkennt. Und hat er sich wirklich verdient, der Kollege mit der Fluffy Hair Army, ne, und so weiter. Bananen Army, ne. Hashtag Waffenbruder, ne. Und ja, abonniert ihn weiterhin. Und liked seine Fans. Liked seine Fans. Und Fangirls, die strugglen. Okay. Nein. Könnt ihr ruhig anderen Bescheid sagen, die sollen ihn auch abonnieren, damit er ganz schnell 555 hat, nämlich dann verlust er sein komplettes Feuerwerkssortiment, meinte er. nein, also, immer schön weiter die Videos angucken, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Dennis, alles Gute zu 500 Abonnenten. Du bist einer der inkompetentesten Leute, die ich jemals kennenlernen durfte. Ich hoffe, du machst so weiter, holst mich mal mit den Abos ein, du notgeiler Sack. Und ich würde sagen, auf die nächsten 500. Viel Glück an 500 Abos. Und ja, ich würde sagen, Dennis, du hast es dir verdient. Du hast mein Leben wortwörtlich verändert. Als ein super Kollege und ein super Freund. Ich hoffe, wir können uns irgendwann mal treffen. Pyrofreaks German hier. Und ich würde sagen, auf die nächsten 500. Hau rein, dass die so schnell ging, hätte ich nie gedacht. Bald hast du meine 750 Abos auch eingeholt. Nein! Doch! Und ja. Abonniert alle Dennis Pyro und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Dennis, für deine Anwesenheit bekommst du noch einen Keks. Dafür, dass du auf YouTube bist, bekommst du einen ganz tollen Keks. Lolz! Yo Dennis, alles Gute zu den 500 Abonnenten. Du wirst dieses Jahr auf jeden Fall zu den Büro-YouTubern mit 1000 Abonnenten gehören. Denk daran, wenn wir uns nochmal sehen, ich krieg mein Stativ wieder. Hau rein. Ciao. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 500 Abonnenten, Dennis. Du hast es wirklich mehr als verdient. Du bist echt ein richtig toller Büro-YouTuber. Deine Videos wahnsinnig gut. Ich erfreue mich jedes Mal wieder an einem neuen Video von dir. Und ich denke, das geht deinen Abonnenten genauso. In der Zeit, in der ich dich kennengelernt habe, bist du auch für mich wirklich ein guter Kumpel geworden. Du bist mir wirklich ans Herz gewachsen. Muss man einfach mal so sagen. No homo an der Stelle. Ja, einfach Wahnsinn. Was ist wirklich, wirklich mehr als verdient, diese 500 Abonnenten. Du bedeutest mir sogar so viel, dass ich mich vor die Kamera stelle, also das muss dir schon bewusst sein. Man sieht mich ja sonst nur, oder man hört mich eher sonst nur von hinter der Kamera. Deshalb würde ich sagen, ich begebe mich auch mal wieder dorthin. Ich werde jetzt mal nicht zu viele Worte verlieren und ich gehe mal wieder dorthin, wo man mich am besten kennt, würde ich sagen. Also, feier deine 500 Abonnenten und ich bin dann mal raus und wieder dort, wo ich hingehöre, hinter der Kamera. So, mein lieber Dennis, herzlichen Glückwunsch zu den 500 Abonnenten. Ich kann mich noch an damals erinnern, wo wir das erste Mal uns getroffen haben, und zwar auf Skype.
Ich habe dich angefragt damals wegen einem Livestream und damals hatte ich noch gar kein Feuerwerk und jetzt schaut euch mal das an, meine Freunde. Und das ist nicht mal alles und zwar habe ich hier unten noch einiges an Feuerwerk. Das ist hinzugekommen, außerdem hast du ja die 500 Abos geknackt. Ich habe jetzt mittlerweile schon über 260 Abonnenten. Dir nochmal herzlichen Glückwunsch, hast auf jeden Fall verdient. Freue mich auf jeden Fall auf kommende Videos von dir. Ja, das war alles, was ich sagen wollte. Euch noch viel Spaß bei seinem 500 Abonnenten Special. Und ja, bis dann, euer Pyro-Liebhaber. Ja, der Dennis Pyro hat ja fast seine 500 Abonnenten erreicht. Und zu diesem Anlass schenke ich ihm ein richtig fettes Paket. Voll mit Knallteufel! Ich komm nicht allein, ich komm vorbei. Ich habe Oh. Läuft das schon? Ups. Hallo Dennis. Oder wie ich immer sage, hey Dennis Büro, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu deinen ersten 500 Abos. Der erste Meilenstein, den hast du ganz alleine überwunden. Erstmal großen Respekt an dich. Unglaublich. Einfach prima, einfach geil. Und deswegen möchte ich hier logischerweise ein paar Pyro-Artikel schenken und ja, guck dir das kleine Video mal eben an und dann kannst du sehen, was ich dir wirklich schenke. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Guck du selbst. Also, nochmal alles Gute zu deinen ersten 500 Abos, auf die nächsten 500 und dann sehen wir weiter. Das war's. Vorhin habe ich erwähnt, dass du, mein Lieber, zu deinen 500 Abonnenten eine Kleinigkeit von mir bekommst. Das sind einmal die Knatterblitze von Nico. Wie man hier sehen kann, sind es 8 Stück. Unglaublich. Und dann haben wir hier die Veko-Pyro-Kreise. 4 Stück. Unglaublich. Und ja, diese 2 Artikel, die schicke ich dir auf jeden Fall zu. Und das auf jeden Fall nicht. Päckchen, also die Packungen sind irgendwie leer. Oh. Vielleicht ist da jetzt was drin. Nee, immer noch nicht. Komisch. Egal, nur weil ich dir gratuliere und nur weil du 500 Abonnenten hast, musst du nicht unbedingt eine Kleinigkeit von mir bekommen. Oder? Ach, weißt du was? Scheiß auf Feuerwerk! Oh Mann, ey. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen ersten Meilenstein alles Gute, saubere Arbeit, 500 Abonnenten, geiler geht es nicht. Und ja, auf die nächsten 500. Das war's von mir. Mach's gut, ciao. Ich wünsche natürlich dir, Dennis, einen herzlichen Glückwunsch zu deinen 500 Abonnenten. Die sind echt viel wert und ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass dich fucking 500 Leute abonniert haben. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an die guten alten Zeiten, zum Beispiel die Gründung deiner fetten Bananenarmee, die dich echt super unterstützt hat. Wie gesagt, nochmal einen herzlichen Glückwunsch und ich würde sagen, auf die nächsten 250 Abonnenten. Ich hoffe, du bietest deinen Abonnenten ein fettes Special. Dann haut rein und ciao. Herzlichen Glückwunsch, Dennis Büro, zu den 500 Abonnenten. Ich bin treuer Abonnent, seit du 50 Abonnenten hast. Und in sehr kurzer Zeit hast du 1-0 hinzugefügt. Da du jetzt die 500 Abonnenten erreicht hast, würde ich sagen, du musst einen 500-Minuten-Livestream machen. Natürlich wäre ich auch gern wieder dabei. Der Content an Videos ist auch sehr gut und ich hoffe, es geht weiter so.